Wollen wir mal wieder die fetten Raketen nehmen? Ja! Fickt euch doch einfach nur. Voll, ich darf nicht mal abbiegen. Ich könnte Öl kaufen, es hier legen und immer nach rechts abbiegen. Hi Fritz. Ich habe mich wieder gedreht und damit ist es wieder vorbei. Ja. Hey, er kennt meine Rückwärtstaste. Jetzt, wo ich nicht mehr schießen kann, kann ich ordentlich rückwärts fahren. Hey, ich bin Siebter, geil. Das ist nämlich toll. Ja, piss dich doch mal. Ja. Oh nein, vom Gas gehen ist keine Option. Das bringt halt wirklich gar nichts. Das Spiel ist... Es ist so scheiße, dieses Spiel, ey. Ich sehe da. Ja, bla bla bla. Juckt doch kein Schwein. Das hat mich schon beim ersten... Ich sollte mal speichern, nachdem ich das alles verkauft habe. Nicht mal ein Speichern haben sie richtig hinbekommen. Ja, das ist alles wertloser Müll, den kein Mensch braucht. So, wir speichern nochmal. Muss ich es wenigstens nicht wieder verkaufen. Ob ich das irgendwann nochmal schaffe? Ich meine, die erste war noch halbwegs schaffbar. Das war noch... Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ach ja. Ich sehe da was auf. So habe ich die falsche Taste gedrückt. Ach so, weil die scheiß Belegung nicht richtig funktioniert. Nein. Bin vorbei. Nein! Diese Arschlöcher. Machen die das mit voller Absicht? Erzähl mir keiner, braucht mir zu erzählen, dass das nicht stimmt oder dass ich mir das nur einbilde. Das ist volle Absicht bei diesen Arschgesichtern hier. Alles, was die machen, geschieht nur, damit sie mich ärgern. Nee, Kusch. Wir spielen nur. Nein! Ach! Ich hasse das. Wenn man so an diesen Autos klebt. Das ist so kacke. Das ist immer so ein Zeichen, dass man ein schlechtes Rennspiel spielt. Sie packen die zielsuchenden Raketen aus. Die bei ihnen viel besser funktioniert. Ja, das ist scheiße, aber was soll ich machen? Jetzt soll ich doch nochmal die erste Runde spielen. Hm? Soll ich mir mal ein neues Auto kaufen, wenn ich mir nicht leisten kann? Ich kann auch vom Gas gehen, dann steuert sie genauso oder ich werde einfach nur langsamer. Alter, das ist doch... Diese Arschlöcher sind dumm. Du verlierst halt massive Geschwindigkeit, sobald du an der Wand klebst. Bitte. Nein! Sofort verlange ich 50 Euro für den Fee oder wenn ich überhaupt mein Spiel anspiele. Wenn es dann nicht komplett scheiße ist, was ich für unwahrscheinlich halte, weil ihr nur total beschissene Dreckspiele kennt, darf ich nochmal 50 zahlen, dann will ich es auch noch spielen.
ging es halt fast nicht mehr überholen kann. Das ist halt. Das ist am Anfang jetzt so eine kurze Möglichkeit, danach. Das ist halt einfach. Was stehst du da so tot rum? Wenn du tot bist, dann geh aus dem Weg. Und dich einbuddeln oder so. Lass mich. Ich sollte meinen, dass das Ding so gut driftet, sollte bei der Runde ein Vorteil sein, aber dazu ist die Straße zu eng. Der Geschwindigkeitsverlust durch Driften zu hoch. Hast du das letzte Mal gespielt, als du 5 warst? Oh, ich kann mich noch erinnern, die Sequenzen waren lustig. Tolles Spiel. Ja, du kannst mit Driften halt nicht mal richtig aufholen. Was ist das für ein Unsinn? Geh von der Wand weg. Nein. Oh, da kriegen wir schon ein bisschen was. Ja, klar. Auf die ersten 5 Runden läuft. Was redest du für eine Scheiße? Die ersten 5 Runden läuft. Was haben wir für ein Mies zusammen? Wurden der Kilo-Rocket von Arsch, weil die Season so halb funktioniert, wie immer in den, oder wie in den meisten Spielen. Und man braucht irgendwie ewig viele, um Schaden zu machen. Weil die KI halt ewig viele hat, dann funktioniert das halt so. VLC totfahren. Ach ja, komm. Gut, ich werde eh 17. Es bringt halt gar nichts, vom Gas zu gehen. Kommt deswegen trotzdem nicht besser um die Kurve rum, ist der Wahnsinn. Ich konnte der Wahn weg. Okay, Driften bringt in dem Spiel nur Nachteile. Ich glaube, ich muss einfach mal alle bannen, die mir zuschauen. Kann man nicht irgendwie einstellen, dass man, dass alle gebannt werden automatisch? Ich sehe da was auf dich zukommen, Draufgänger. Und zwar nichts Gutes. Ja, mit 12, man merkt's. Ich glaube nicht mal, dass ich 100... Ja, er fährt rein, ich krieg den Schaden oder was? Ich wundere, dass das Bremsen nicht richtig funktioniert. Wobei ich bezweifle, dass das Bremsen viel was bringen würde. Ja, schieb die Kiste in mich rein, hast schon recht. Ich wollte nur fitter werden, ne? Oh Gott. Nein! Ja, ich bin reingefahren. Stopp, ja. Was ist das? 200? Kommt darauf an, welche Autos. Selten so ein beschissenes Rennspiel gespielt. Ich habe einige Dreck gespielt. Mich halt auch nicht vorbei. Stattdessen behindern sie aktiv nur mich. Nein! Hat. Ja, aber Mario Kart hat wenigstens eine ordentliche Steuerung. Revolt kenne ich nicht. Ist bestimmt auch scheiße. In einer meiner Abonnenten oder Zuschauer ist erwähnt, dann muss das scheiße sein.
Ja, scheiße. Spielt mir eben Mini-Scheiße, ist mir doch egal. Oh, mein Schild ist weg. Und ich komme nicht vorbei. Jetzt bin ich vorbei, ihr Arschgesichte, ihr Dummen. Ich hasse euch alle, hab ich das schon gesagt. Weiterfahren werde ich unbedingt nicht mehr überleben. Nein, nicht! Das Spiel hat so viel, das Steuerung ist eigentlich nicht lang. Das einzige Problem. Auch teilweise ist die Kamera führen kann. So. Kamera soll einen nicht behindern. Junge. Ich komme an diesen Pisser nicht vorbei. Wir fahren hier eine Linie und ich komme nicht vorbei. Ach, jetzt fangen sie mit Raketen an, weil... keine Ahnung was. Könnt ihr mal 3 Stück töten? Das wäre toll. Ich pammel? Junge, ich lenk nur ganz leicht. Warum fängst du an zu driften? Immer so... Ja, jetzt geht es zweimal runter. Was soll ich jetzt mit Raketen deiner Meinung nach? Hm? Nichts treffen? Hm, wäre schon geil, jetzt Raketen so haben, wenn ich nichts treffen kann. Ja. Ja, bla bla. Die Karre ist so kacke, ey. Kann sind alle kacke, weißt du das? Und dieses Fenster ist doch scheiße. So. Ja. Ja. Ja, ich brauche mal das Auto hier, das kleine Kackding da, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja nichts anderes als Riffen, wenn du da draus fährst. Überfahren. Das kann ich nicht vor Speed haben. Wer will schon nicht vor Speed spielen, wenn er an Test Drive Unlimited 1 spielen kann? Fast so eine Art Bremsen. Hilfst du mal? Nein. Die Kiste hat vorhin auch mit Waffen so gedriftet. Wo kriegt diese Zielsuchenrakete jetzt hin?
Oh, wow. Das ist was Schlechtes. Ja, okay. Gucken wir, ob ich das noch schwieriger kann. Die Sensationen in die Runde. Sensationen. Hallo, ist das mit der Wand weg? Ich könnte das so, dass ich vorhin gewonnen habe. Das war schon leicht. Schon nicht. Schön driftfrei. Nächstes Thema mal vor. Nein, das ist immer schon so scheiße. Alter, können wir da Raketen mal aufhören? Die nur bei mir einen Haufen Schaden machen, aber bei euch irgendwie nicht so wirklich. Weil ihr wahrscheinlich fünfmal das Schild habt. Diese Frage bringt, wenn ich das Auto wechsle, behalte ich dann mein Schild? Ich fahre einfach noch 20 Mal. Nee, das liegt bei dem Spiel nicht am Fahrer. Alter, das liegt an dieser Wix-KI. Dieser beschissenen Drecksteuerung und der Kameraperspektive. Und dann die scheiß Autos. Vor allem noch blutiger. Ja, toll. Vor allem, weil sie auch alles hier recht schwammig fährt. Pisst euch doch mal. Würde mein Gameplay in Test Drive Unlimited 1 funktionieren, würde ich das noch nicht wieder spielen. Kann man wenigstens ordentlich fahren. Und die KI behindert einen nicht so heftig. Und fährt nicht rückwärts durch den Kurs. Weil sie zu dumm ist zum Wenden. Die drückt mich ja in die Wand und dann komme ich. Das ist doch nicht wahr. Das ist so. Die nimmt mich immer in der Rahmen. Du bist so eine Dumme. Und wie gesagt, echt die Kurse in die falsche Richtung fahren, weil sie nicht gebacken bekommen, das richtig rumzumachen. Das muss doch auffallen, wenn man. Die Loser liegen mir zu Füßen drauf, Gang. So, ich brauche eine Nummer von 1 bis 3. Ich würde lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Okay, 2. Demo war schneller. Ach, toll. Demos Entscheidung war scheiße. Was soll ich mit dem Raketenwerfer? Was? Bin nicht mal sicher, ob du Mega Race 2 mit Lenkrad spielen kannst. Das ist scheinbar gar nicht vorgesehen. Das andere ist als Tastatur, Maus oder Joystick zu benutzen. Wahrscheinlich lässt sich mit Maus total gut steuern. Nein! Habe ich für diesen Pilz mit der ganzen Zeit. Danke.
Nein, dem Spiel nicht. Das Spiel kann ja selbst mit Mapper nicht mal richtig. Gamepad. Wahrscheinlich ist das mit Maus oder Tastatur, das kann ich nicht benutzen. Wobei wahrscheinlich auch nicht, nee. Toll. Ja, jetzt verpiss dich einfach mal. Nein, nicht.